Freunde der Nacht, das Land steht am Abgrund. Goethe tot, A40 zu und jetzt machen wir uns auch noch als Nation zum Honk. Ein Satz, der jedenfalls momentan nicht gut ankommt, ist... Alter, setz dich in dein Golf und komm vorbei. Wir essen Wurst und gucken Fußball. Ja, korrupter Fußball, Killer-Diesel, alles geschenkt. Sack zu, Knüppel drauf. Aber es gibt Skandale, die gehen an die Substanz, an den deutschen Markenkern, an den empfindlichen Nerv unserer bürgerlichen Seelen. Ich meine diese Schlagzeile. Wurst erregt Krebs. Hand hoch, wer beim Lesen auch zuerst dachte, die bärtige Conchita hätte versucht, ein Krustentier geil zu machen. Aber die meinen... Die meinen, verarbeitete Wurst macht krank. Kann man das glauben? Dass etwas so universell Gutes wie die deutsche Wurst Krebs erzeugt? Nun, wenn man bedenkt, dass man sich da was Totes durch den Darm jagt, das seinerseits in einem Darm steckt. Gruselig. Trotzdem, diese Studie sagt... 50 Gramm Wurst täglich erhöhen das Darmkrebsrisiko um 18%. Was du drauf hast. Das ist unfassbar. Wir hätten dir in der ersten Hälfte schon die Tabletten geben sollen. Das ist fantastisch. Unglaublich. Das ist natürlich Quatsch. Das hieß ja, wenn ich ab Montag massive 150 Gramm Wurst am Tag esse und das Risiko addiere, dann liegt mein Krebsrisiko dann schon am Donnerstag bei angelaufenen 216%. Wobei ich eigentlich schon Mittwoch tot wäre, und zwar vormittags. Ich glaube nicht dran. Ich halte Gemüse für viel gefährlicher. Schon, weil ich mal auf tiefgefrorenen Erbsen ausgerutscht bin und mir den Arsch zerrte. Wurst hingegen hat was Beruhigendes. Schon optisch. Porree sieht ja aus wie dieser Typ aus der Muppet-Show. Mimi, Wurst hingegen. Was für eine Scheiße, ich noch vor 7 Jahren. Wurst hingegen, wie ich, Hand aufs Herz. Oh Gott, ich habe jetzt schon Angst. Wer erinnert sich nicht, seiner Oma weinend gesagt zu haben? Großmutter, ich habe so reine Haut. Alle in der Schule hänseln mich. Und man daraufhin liebevoll handwarme Leberwurstumschläge bekam. Wer weiß es noch? Damals die erste Scheibe Dauerwurst im Poesiealbum. Dazu das Sprüchlein. Vom Rind der Po, vom Schwein der Nacken. Macht froh und kannst du gut von kacken. Und wer denkt nicht zurück an den Tag, als Opa von der Schlachtung eine Tüte Fettbonbons aus Tierresten mitbrachte? Wie die im Mund zergingen. Verwehrt das Echte. Und, meine Herren, wer sagte nicht beim anstehenden Geschlechtsverkehr zu seiner Liebsten? Sorry, kann jetzt nicht. Gleich kommt King Kong gegen Mecha Godzilla. Aber der Kollege hier vertritt mich. Und legt dir dann sanft eine Salami auf den Nachttisch. Also, umarme die Wurst. Sie ist dein Freund. Wenn Sie schon eine Ernährungswarnung brauchen, dann diese. Vermeiden Sie viereckige Lebensmittel aus Beton, aber essen Sie Wurst. Bleiben Sie am Ball, denn die Wurst darf nicht sterben. Also, nicht nochmal. Sie verstehen. Danke. Ja. Das funktioniert erschreckend gut. Die Stelle habe ich gerade erst verstanden. Ja. Mit nicht nochmal. Ja.